Ja, liebe Zuschauer, 0:1 hat die deutsche Fußballnationalmannschaft zum Auftakt der Fußball-EM verloren gegen Frankreich. Was war gut, was war schlecht, wie geht es weiter? Darüber möchte ich heute wieder reden mit Roland Zorn, dem langjährigen Fußballchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, lieber Roland, die Spieler und der Bundestrainer lobten das deutsche Spiel durchaus. Wie bewertest du die Leistung? Dieses Selbstlob kann ich in gewisser Weise verstehen. Es war kurz nach dem Spiel und sie hatten ja auch mehr Spielanteile, mehr Ballbesitz am Ende. Aber man muss unterm Strich sagen, dabei ist viel zu wenig herausgekommen. Eine einzige Torchance im ganzen Spiel gegen einige Französische plus das unglückliche Eigentor von Mats Hummels hat schon gezeigt, dass in den entscheidenden Momenten die Franzosen wacher waren. Und dazu eben auch eine bessere Strategie hatten als die deutsche Mannschaft mit ihrem sehr, sehr starken Mittelfeld, in dem sowohl offensive wie defensive Akzente gesetzt wurden, vorzugsweise von Pogba, aber auch von Conte und von Rabiot, der noch einen Pfostenschuss hatte. Da ist das Spiel entschieden worden, sowohl in die eine wie die andere Richtung, offensiv wie defensiv. Und da hatte Deutschland letztlich nicht so viel dagegen zu bieten. Anders als von dir gewünscht, als wir zuvor darüber gesprochen hatten, hat Joshua Kimmich ja auf der rechten Seite gespielt und nicht zentral. Ist aus deiner Sicht diese Taktik aufgegangen von Joachim Löw? Die ist schon deshalb nicht aufgegangen, weil Joshua Kimmich ja einen nicht unerheblichen Anteil auch am ersten Tor hatte, der im Grunde genommen auch durch eine deutsche Fehlerkette ermöglicht wurde. Schon bei dem Einwurf für Frankreich hat der Rüdiger sich von seinem Mann wegbewegt, hat den Franzosen dann, vor allem Pogba, den Freiraum verschafft, mit einem wunderbaren Außenrisspass auf Hernandez zu spielen. Und in der Nähe, leider nur in der Nähe, stand der rechte Flügelspieler Kimmich. Er konnte aber nicht mehr eingreifen. Er war nicht rechtzeitig da, Hernandez an der scharfen Flanke zu hindern. Hummels ist der geringste Vorwurf zu machen. Dem ist der Ball gegen das Schienbein gesprungen und von da ins Tor. Da war einfach keine aktive Bewegung und kein aktives Gegensteuern mehr möglich. Nach der Niederlage ist ja jetzt natürlich der Druck schon gestiegen. Bei der EM gibt es nicht so viel Raum für Wiedergutmachung, wie es vielleicht in der Bundesliga oder woanders der Fall ist. Wie knifflig schätzt du jetzt die Lage für die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrundengruppe schon ein? Sehr knifflig, denn es sind ja nur drei Spiele und das zweite Spiel nach dem Weltmeister kommt dann der Europameister Portugal, die gestern 3:0 gegen Ungarn gewonnen haben. Ein Ergebnis, das zu hoch war. Die Ungarn haben sehr, sehr bravourös gekämpft. Portugal, das Spiel habe ich gesehen am Fernseher, schien mir nicht so stark wie Frankreich zu sein, aber immer noch stark genug, um an einem guten Tag auch gegen Deutschland gewinnen zu können. Genauso gut ist es aber auch möglich, dass das Spiel andersrum ausgeht, aber es wird sehr, sehr eng. Und nach zwei Niederlagen, das braucht man ja keinem mehr zu erzählen, gibt es dann nur noch das Spiel gegen Ungarn. Da setzen wir mal voraus, dass die Deutschen gewinnen könnten. Und am Ende könnte es vielleicht per Rechenschieber reichen, um ins Achtelfinale zu kommen. Das wollen sich die Deutschen sicher ersparen. Es wird aber auch am Samstag schwer genug gegen eine sehr gut aufeinander abgestimmte und seit Jahren zusammenspielende portugiesische Mannschaft. Ja, du hast es angesprochen, schwieriger Gegner auch am Samstag. Als wir zum ersten Mal darüber gesprochen haben, hast du gesagt, du bist ein vorsichtiger Tipper. 1:1 war dein Tipp, das hat nicht ganz hingehauen. Wie siehst du es jetzt? Wie geht es gegen Portugal aus? Ja, jetzt kommt mal der Optimist in mir durch. Ich glaube und hoffe mehr, als dass ich glaube, dass die Deutschen das Spiel 2:1 gewinnen können und sich damit auch ein bisschen von ihren Bremsen befreien, die gestern deutlich zu sehen waren. Sie wollten alles vielleicht ein bisschen zu gut machen und haben dabei kämpferisch zwar überzeugt, aber nicht die große Linie gefunden, die Frankreich auch nur für eine Minute von seinem in sich ruhenden und auf Selbstüberzeugung fundierenden Kurs hätten abbringen können. Spannend wird es auf jeden Fall. Wir gucken am Samstag natürlich auch wieder ganz genau hin und sprechen danach darüber, um zu bewerten, was davon umgesetzt wurde, was du jetzt kritisiert hast und was nicht so geklappt hat. Vielen Dank für das Gespräch und die Einschätzung, Roland. Danke dir auch, Tobias. Bis Samstag.